heute habe ich meine Foundation-Routine für euch. Obwohl es jetzt so langsam Ende des Sommers wird, mag ich immer noch total gerne so ein bisschen strahlende Haut mit Highlighter und so weiter. Aber deswegen dachte ich, mache ich vielleicht immer zu jeder Jahreszeit eine abgedatete Version quasi von meiner Foundation-Routine. Das wäre die heute. Falls euch das Augen-Make-up interessiert, das habe ich dann am Ende nochmal so ein bisschen in Schnelldurchlauf abgedreht. Und das letzte, was ich leider vergessen habe, ist, wenn ich alles fertig habe mit meinem kompletten Make-up, dann benutze ich Fix Plus von MAC. Es ist ein Fixierungsspray, was einfach nochmal dieses pudrige Finish vom Gesicht nimmt und die Haltbarkeit des Make-ups verlängert. Ich habe das immer noch nicht drauf gesprüht, deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Ja, es riecht super schön angenehm und es lässt das Make-up wirklich total schön aussehen. Also das ist jetzt der letzte Step und alle anderen seht ihr jetzt im Folgen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und alle Produkte, die ich benutzt habe und alles weitere findet ihr auch unten in der Infobox. Und dann lasst uns loslegen. Dann fange ich jetzt auch an. Das allererste, was ich benutze, ist eigentlich immer eine Lippenpflege. Jetzt habe ich ja die von Dior Noi Creme de Rose. Wenn ihr mein Haul-Video gesehen habt, wisst ihr das. Ich finde sie bis jetzt auf jeden Fall sehr schön. Dieser rosige Geschmack ist mir persönlich etwas zu doll. Aber naja gut, das habe ich mir von Anfang an gedacht. Feuchtigkeitspflege habe ich schon aufgetragen und danach benutze ich wirklich immer einen Primer. Ich habe nämlich hier vergrößerte Poren, die mich sehr stören. Und den Primer nochmal, damit meine Foundation einfach besser auf dem Gesicht hält. Ich habe da von Good Skin Labs den Z-Pore, der ist wirklich, also der verändert euer Leben, wenn ihr auch irgendwie vergrößerte Poren habt, den liebe ich wirklich. Und den Pore Perfecting von Urban Decay kann ich euch beide wärmstens empfehlen. Ich benutze heute Z-Pore von Good Skin Labs, nehme da so ein bisschen was auf meinen Handrücken auf und trage das wirklich auf die Stellen auf, wo ich die vergrößerten Poren habe. Und die sind wirklich binnen Sekunden sind die verschwunden. Es mattiert aber auch schön. Und man hat quasi so einen 3-in-1-Effekt, dass die Poren verschwunden sind, man das Gesicht schön abmattiert, vor allem wenn ihr vielleicht nur ganz wenig Make-up tragt und die Haltbarkeit des Make-ups ist definitiv länger. Jetzt komme ich zur Foundation. Ich benutze dazu von Chanel die Vita Lumiere Aqua. Ich würde aber eigentlich lieber meine MAC Face & Body benutzen, weil die auch, beide sind ja wasserbasiert, die mir aber einfach wesentlich besser gefällt, aber derzeit ein bisschen zu hell ist. Deswegen und alle meine anderen Foundations, die farblich passen würden, total Full Coverage sind. Also so Laura Mercier Silk Cream Foundation, Estee Lauder Double Wear, so diese Richtung. Das geht derzeit überhaupt nicht. Und dann nehme ich meinen Beauty Blender. Ich weiß, viele mögen sie mit der Hand auftragen. Ich bin aber allgemein kein Fan davon, meine Foundations mit der Hand aufzutragen. Wie ihr seht, gibt sie ganz leichte Deckkraft, nimmt so ein bisschen die Rötung aus der Haut, gibt aber auf keinen Fall so ein komplettes, wie sagt man so schön, Cakeface. Das war es auch schon meiner Foundation, so trage ich sie aber eigentlich immer auf, super schnell und easy und deswegen liebe ich den Beauty Blender so sehr, weil das wirklich das Schnellste ist, was ihr bekommen könnt mit diesem Beauty Blender. Und jetzt benutze ich, um Gottes Willen, ups. Jetzt benutze ich Concealer und zwar ist es der Maybelline Löscher. Auch eine weitere ganz, ganz große Empfehlung von mir. Ich nehme den Applikator, der damit kommt, gehe so ein bisschen unter das Auge. Man braucht wirklich nicht viel davon und er lässt sich einfach traumhaft verblenden. Also da kann ich selbst meine Hand für nehmen. Mein Mittelfinger nehme ich da meistens. Weil nein, das ist unhöflich. Ich nehme meinen Ringfinger. Ein super schönes Produkt, was ganz leicht auf der Haut ist. Wenn ihr so MAC Pro Longwear Concealer nicht mögt, der wirklich komplett full on, full coverage ist, dann wäre das auf jeden Fall ein Produkt für euch. Auch wieder ganz einfach zu verblenden. Die Foundation und der Concealer können jetzt so ein bisschen oxidieren. Und was ich einfach immer liebe, egal ob Winter oder Sommer, so eine frische, strahlende, gesund aussehende Haut. Und da benutze ich eigentlich immer, bevor ich irgendwas anderes benutze, ein Cremeprodukt auf den Wangen, was einem nochmal so ein bisschen mehr Glow gibt. Ich habe ja relativ neu von MAC die Cream Color Base in Pearl. Und seitdem ich sie habe, benutze ich sie wirklich jeden Tag. Es ist einfach wundervoll. Und die nehme ich jetzt einfach mit meinem Finger auf.
und klopfe die so ein bisschen auf meinen Wangenknochen auf. Gehe nicht zu sehr nach vorne, weil dann hat man einen speckschwarzen Look und das wollen wir nicht. Das sieht einfach ganz natürlich aus und ja, ist ein Schritt, der bei mir persönlich in meiner Foundation-Routine nie fehlen darf. Und ich gehe jetzt zu meinen Augenbrauen. Ich nehme, wenn er mir nicht runterfällt, und dann nehme ich von Laura Mercier meinen hochgeliebten Brow Definer. Selten so ein tolles Produkt gehabt. So ein bisschen so eine gelige Textur, aber auf keinen Fall zu schmierig. Also hält einfach den ganzen Tag und gibt ein ganz natürliches Ergebnis. Gehe damit mit meinem angeschrägten Pinsel rein und fange in der Mitte der Augenbraue an, das meiste Produkt aufzutragen. Ziehe so ein bisschen die natürliche Form meiner Augenbrauen nach und trage dann einfach das Produkt, was noch übrig ist auf dem Pinsel, trage ich dann einfach auf und ziehe einmal hier unten so ein bisschen nochmal die Form nach, weil da so 2-3 kleine Lücken sind. Augenbrauen-Check, die haben wir gemacht. Ist natürlich immer so ein bisschen, oh Gott, wenn man hier die Augenbrauen schon hat und der Rest des Gesichts einfach komplett flach aussieht. Ich sette meine Foundation oder mein komplettes Gesicht eigentlich immer zum Schluss. Aber weil ich jetzt natürlich nur die Foundation im Grunde mache, mache ich das jetzt. Das benutze ich immer von Laura Mercier, mein Secret Brightening Powder. Es hat ganz leichte Schimmerpartikel drin, die aber nicht sichtbar sind. Man sie trotzdem braucht, damit halt wirklich dieser Brightening-Effekt kommt. Ich bin ehrlich, ob das jetzt der größte Brightening-Effekt ist, den es gibt, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall ein schönes Ergebnis und rutscht hier nicht in die feinen Linien. Und vielleicht könnt ihr das sehen, es wird so ein bisschen aufgehellt durch das Puder. Was ich aber hauptsächlich gerne daran mag, ist, dass es so unglaublich fein gemahlen ist. Also wenn ihr das Chanel-Puder habt, ähnlich wie das Chanel-Puder. Jetzt setze ich meine Foundation. Ich benutze dafür ein anderes Puder, als ich gerade für die Augen benutzt habe. Und zwar ist es das von Dior. Ich halte das so, weil es mir mal runtergefallen ist und seitdem so aussieht. Und jetzt kommen wir zum Thema Poren. Wenn ihr hier so ein bisschen immer noch Unebenheiten habt oder denkt, oh Gott, man könnte immer noch was sehen, das ist wirklich das Produkt. Normalerweise mag ich so mitkommende oder mit eingepackte Quasten gar nicht. Das ist aber aus irgendwelchen Gründen phänomenal. Ich gehe einfach da so ein bisschen rein, drücke da ein bisschen was vom Produkt auf und drücke es auch nur auf die Haut. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie so oder reibe das auf der Haut herum, weil dann verrutscht auch nur eure Foundation, sondern tupfe das Produkt einfach nur auf die Haut. Und was einfach der Mega-Effekt ist, dass sobald ich hier noch ein bisschen Poren und ein bisschen Unebenheiten gesehen habe, das zeichnet die Haut einfach ganz weich und gibt so ein totales, ebenmäßiges Ergebnis. Also falls ihr ein gutes Puder sucht und irgendwie noch nicht ganz fündig geworden seid, schaut euch definitiv dieses Puder an. Jetzt ist alles gesettet, das Gesicht sieht immer noch relativ fahl und leer aus, deswegen bringen wir da jetzt ein bisschen Farbe rein. Ich benutze dafür sehr gerne derzeit von NARS meine Palette. Die hat jetzt hier auch noch 4 Lidschatten drin, aber hier ist einmal Laguna Bronzer und hier ist einmal Orgasm drin. Und die Kombi mag ich derzeit sehr gerne. Nehme das einfach auf meinen liebsten pinken Pinsel auf. Gott, der ist wundervoll für Bronzer. Und der ist von Primark, falls ihr euch mal gefragt habt, woher ist denn dieser Pinsel? So, gehe ein bisschen in mein Laguna rein. Ich bin nicht der größte Fan von Konturieren, deswegen wärme ich mein Gesicht eigentlich immer so ein bisschen auf. Klar, man schafft automatisch eine Kontur, aber ich gehe jetzt nicht nochmal extra groß mit einem Konturpinsel rein und zeichne da so eine harte Linie. Das habe ich früher immer gemacht, aber vielleicht komme ich auch irgendwann wieder zu dem Punkt, aber derzeit ist das nicht so meins. Was ich so gerne an Laguna mag, ist, dass der so ganz leichte goldene Schimmerpartikel in sich hat, aber überhaupt nicht so sichtbar, wenn man auf die Haut guckt, denkt man, um Gottes Willen, die glitzert oder die schimmert irgendwie zu sehr. Sondern man hat auch wieder hier diesen total natürlichen Glow und man sieht einfach frisch und keck, super Wort. Jetzt nehme ich meinen Tom Ford Blush Pinsel in der Nummer 06 und trage Orgasm auf.
Was ich an dem Produkt einfach gerne mag, also für mich persönlich dient er als Blush und als Highlighter zugleich. Wenn ich dann nochmal extra Highlighter auftrage, dann explodiert meine Wange. Das mag ich nicht. Deswegen einfach nur so ein bisschen Orgasm auf die Wange. Falls ihr Orgasm nicht kaufen möchtet oder euch das zu teuer ist oder ihr da nicht rankommt oder was auch immer, dann könnt ihr auch von Sleek Rose Gold nehmen. Das ist nämlich ein 1:1 Dupe dafür. Und das habe ich auch und das finde ich auch sehr schön. Also ich sehe da auch keinen massiven Unterschied. Also die sind wirklich beide sehr, sehr hübsch. Was ich dann zum Schluss immer nochmal mache, ist mit meinem großen Powder Brush von Real Techniques nochmal einmal übers Gesicht gehen und vor allem da, wo ich Bronzer und Blush aufgetragen habe, um das einfach nochmal alles zu verbinden. Und dann bin ich eigentlich soweit fertig mit meiner Foundation. Ich benutze dann gerne ab und zu nochmal, und das mache ich heute auch nochmal. Ich finde, man sieht die Cream Color Base immer noch auf jeden Fall durch. Ich mag dann aber immer nochmal kurz ein bisschen reingehen und an der Nase herunter ein bisschen raufgeben, aber wirklich nur minimal. Was auch unglaublich hübsch aussieht, ist, wenn man Pearl unter die Augenbraue gibt. Das mache ich einfach ganz, ganz easy peasy und oh Gott. Man hat halt nicht dieses extreme Highlight, aber man hat einfach so einen schönen, ach, so einen schönen Glanz. Ich liebe dieses Produkt. Es ist wirklich mein absoluter Favorit. Das war meine Sommer-Foundation-Routine. Sehr frisch, sehr glowy. Vor allem durch diese Cream Color Base in Pearl, finde ich, kann man ganz, ganz viel mit dem Gesicht machen. Und es ist wenig Aufwand und man sieht nicht viel, aber ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Ja, wenn ihr noch sehen möchtet, wie ich den Rest meines Gesichtes schminke, also meine Augen, dann bleibt gerne dran. Sonst wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Summer Foundation Routine ist. Was macht ihr, um schöne, frische Haut zu bekommen? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!